Hallo und herzlich willkommen zu Foundation. So, es geht wieder los. Wieder neue Session für mich zum Aufnehmen. So, wo waren wir, wo hingen wir, was wollten wir tun? Genau, ich wollte das gesamte Dorf abreißen und nochmal neu bauen. Das war, glaube ich, so der Plan, oder? War da nicht irgendwas? Konnte ich mich da? Ich dachte, ich hätte da irgendwas mitgeteilt. Nein. So, jetzt ist erstmal da drüben. Da gibt es erstmal schön hier. Ja, sehr gut. Oh, schlechtes Wetter. Hoffen wir, dass es bald vorüber sein wird. Was für ein Glück. Ah, dass wir direkt wieder schönes Wetter haben. Für die Aufnahme. Hervorragend. So muss es. So, hier haben wir natürlich einen Haufen Rindviecher. Genau, wir haben letztes Mal ordentlich am Ende noch eingekauft, ne? Hier so mit, genau. Da war doch was. Ich erinnere mich vage. Und ich glaube, ich wollte bei unserer, ja genau, hier unsere Kirche, wollten wir ja mehr Prestige, hier versorgt die Dorfbewohner mit Glaube. Okay. Okay, okay. Glockentyp normal. Okay, es gibt nur normal. Glockentakt wöchentlich, wöchentlich ist okay. Das ist absolut in Ordnung. 79, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das bei uns Glaube brauchen. Es dürften mehr sein als 79. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, denn ich habe mir überlegt, das Kloster bauen wir dann hier auf diese Insel. Also entweder auf die oder auf die hier. Ja, so St. Gallen-mäßig. Ja, hier Klosterplan St. Gallen. Und da, glaube ich, geht dann was. So, wir haben ordentlich Bretter. Wir kaufen auch keine Bretter mehr ein. Unser Holz geht auch nach unten, ne? Was ich tatsächlich nur begrüßen kann. Unsere Beeren gehen ein bisschen nach oben. Mit unserem Brot schaut es jetzt auch nicht so toll aus. Wie sieht es hier aus? Wir haben auf alle Fälle mal wieder ein bisschen was davon da drin. Wie sieht es hier aus? Hopfen, Weizen voll, Milch voll, Bier voll. Gut, Bier ist voll, weil wir es nicht verkaufen können. So, mir gefällt übrigens auch dieses Gebäude hier nicht. Ja, ich wollte das nur mal anmerken. Dass ich das nicht sonderlich gut finde. So. Also wir haben hier Lärm. Wir haben hier Lärm. Wir können also eigentlich praktisch nur in die Richtung raus. Was natürlich auch total bescheuert ist. Weil hier drüben ja Menschen leben möchten. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir könnten mal gucken, wie sieht es denn aus. Wenn wir hier Farbe, Aufforstung, Wohngebiet. Okay, hier hinten ist noch Wohngebiet, was schön ist. Und hier ist schon nicht mehr schön, weil hier kriegen sie gar nichts mehr ab. Was jetzt natürlich voll doof ist. Das heißt, wir müssten hier irgendwo da nochmal kaufen, dann Kirche reinsetzen und dann könnten wir hier wieder Leute ansiedeln, die dann hier unten arbeiten und schuften gehen. Ja, das wäre tatsächlich eine Option, die wir hätten. Ja, Geld kommt ja momentan ganz gut rein. Warum? Keine Ahnung. Es wird Gründe haben. Mir gefallen auch die zwei Schafsfarmen da drüben nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin. Ja, es macht natürlich schon Sinn, weil ja hier, ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier hingucken, sind die, ja, dann sind die Wolle-Dinger voll. Also voll, voll. Gewöhnliche Kleidung haben wir auch ausreichend, möchte ich jetzt sagen. Ja, da müssten nämlich hier nochmal welche drin sein. Genau, 51 von 50, 49 von 50. Und natürlich sind hier auch welche. Ja, hier sind nochmal 41 und natürlich müssen hier hinten auch welche sein. Genau. Hervorragend. Diese Woche verkauft nur einmal Kleidung. Yeah. Okay, hier geht Brot und Käse gut. Okay, hier geht Brot und Käse gut. Was geht hier gut? Lass mal gucken. Oh, hier geht alles gut. Okay, also das ist auf alle Fälle der Hauptmarkt. Da geht Käse, da geht Fisch, da geht alles. So. Was hätten wir jetzt hier noch für unglaubliche Möglichkeiten? Wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit, diese beiden nochmal zu verschieben. Und ich glaube, das ist es auch, was wir tun werden. Ja. Ich glaube, das ist es, was es noch zu tun gilt. Die machen nämlich keinen Lärm, der macht auch keinen Lärm, die macht auch keinen Lärm. Und dann wäre es vielleicht unter Umständen, wenn wir die beiden weghauen, wäre es vielleicht möglich, dass wenn wir hier Wohngebiete gehen, dass dann hier nicht ganz so schiete ist. Ja?
Dass wir den hier hingesetzt haben, ist natürlich auch ein Riesenfehler gewesen, ne? Riesenfehler. Ja, kann man anders so nicht sagen. Hier hinten müsste man eigentlich auch nochmal Wohngebiet reinklatschen. Wenn da nicht schon ist. Nein, da ist natürlich noch nicht. Aber müsste man. Ne? Nochmal zwei Rohmaterial fehlt. Wo fehlt Rohmaterial? Ja, hier fehlt natürlich Eisen. Obwohl wir schon zwei Schmelzen haben. Die eigentlich auf Hochtouren arbeiten müssten. Aber uns fehlt hier noch, wie sieht es hier aus? Vier Bergarbeiter. Zwei im Kranlager. Ja, ich sehe es hier hinten. Kranlager. Hier auch Kranlager. Da wuppt nicht. Ne? Da wuppt nicht. Da müssen wir Wohngebiet machen wir wieder aus. Weil sonst sind wir blind hier mit dem. Kann man hier noch irgendwie verbessern? Ich glaube nicht, oder? So hingehen. Nee, einer, zwei. Oh, da oben könnten wir noch. Macht ja eigentlich was. Zierelement. Der macht gar nichts. Okay. Okay, zu weit weg. Hä? Okay, ich glaube, da hängt schon einer drin. Oder? Ich glaube, da hängt schon einer drin. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Aber wir hätten hier hinten hätten wir noch mal einen. Ah, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ist halt so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, hier ist nichts und hier ist nochmal Gold. Was meint der Vogt? Der Vogt kann hier, der Vogt kann da, der Vogt kann dort. Ja, wir können ja mal hier, den hier, da starte mal. Aber das ist halt auch, ja. So. Haben wir hier noch irgendwo so ein Berg? Berghügel-Teilgerät? Oder sind das die einzigen beiden? Das sind auf der gesamten Karte die einzigen beiden, oder? Wie sieht's aus hier drüben? Ja, da drüben ist noch. Okay, ich sehe eins, zwei. Ja, da sind auch noch ein paar dran. Hier ist auch noch einer. Sehr gut. Aber so mittig befindet sich da eher weniger, ne? Ja. Okay, das heißt, wir müssen mit dem auskommen, müssten mit dem auskommen, was wir da haben. Ja, macht es jetzt nicht attraktiver. Wenn ich ehrlich bin. So, da haben wir das, da haben wir dieses, da haben wir jenes. Wir können im Markt, wenn wir dahin gehen, können wir, glaube ich, ja, wir können nur Kleidung einstellen. Das ist, was wohnt hier eigentlich? Ja, hier wohnt gar nichts, weil hier ist die Weizenfarm. Du bist Markthändlerin. Du bist Markthändlerin. Du bist Bauer. Bäcker. Markthändler. Bäcker. Okay. Ja, machen wir alle Fenster zu. Ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, wie wir das gerne, ne? Muss man halt jetzt auch sagen. Aber da ist nochmal so eine Dorfkirche. Die Dorfkirchen sind gar nicht so doof. Die können wir halt überall hinstellen, wo wir es bräuchten. Ne? Und hier haben wir natürlich die große Frage. Wenn wir jetzt da. So, runder Turm, der macht was? Zwei. Der macht vier, der macht eins, der macht auch eins. Was macht denn der da? Oh, der macht auch nur zwei, der macht gar nichts, der auch nicht. Der auch nicht, sind also nur Zierelemente. Erforderliche Teile. Becken, Hauptgebäude, ja, ja, okay, ich verstehe. Oh, ein Glockenschläger, aber der macht hier was anderes. Vogelroboter. Okay, ich verstehe. Der macht, der hier würde jetzt also nochmal zwei geben. Der auch nur zwei, aber der würde halt nochmal vier geben, ne? Vier wäre halt natürlich schon, wenn man jetzt überlegt, so den da, klackt vielleicht hier so hin. So, so. Ja, der geht nicht in die Mitte rein, ne? Das ist doof. Der gibt zwei, der gibt auch zwei. Also wenn wir hier hingehen, dann sagen, zack, go. Und dann müsste der da so in die Mitte rein, ne? Ja, so müsste der da dann hin.
Ah, schwierig, schwierig. 2, 4, 8. Ich weiß gar nicht, was wir bräuchten. Wir haben 35 und ich glaube, wir brauchen irgendwas um die 50, oder? Bei den Ständen. Lass mal gucken. So, Stände. Klerus. 50. Okay. Dafür, dass wir dann zum Kloster kommen. Ja. Schick. Toll. Yay. Ah. Mhm. So, Schafsfarm. Da haben wir das hier. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich diese Ausbeutungszone hier weiter nach hinten ziehe. Damit wir hier einfach mehr Lager und dergleichen hinstellen können. Ah, hier mach mal den da. Mach mal hier Aufforstung. Aufforstung, mach mal größer hier. So, so Aufforstung. Ich würde sagen, wir gehen mal. So, mach mal. Maximum. Maximum hier. Wir visieren dieses eine Blatt an. Zack. Okay, dann gehen wir hier hin. Wir visieren wieder dieses eine Blatt an. Wir visieren es an. Und erkennen, wir... Hey, wir treffen sogar genau hammermäßig. So. Wir lassen diese Ausbeutungszone trotzdem stehen. Trotz alledem. Ne? So. Wobei, ich wollte ja noch gucken, hier Ausbeutungszone, ob da nicht irgendwo welche sind, die sehr sinnlos sind. Nö, eigentlich nicht. Ne? So gesehen eigentlich weniger. So, da sind Speicher. Machen Speicher jetzt eigentlich auch irgendwie? Ich muss mal ganz kurz, darf ich mal einen Moment bitte hier Speicher, machen die Lärm? Nein, die Speicher machen keinen Lärm. Das ist gut. Das ist natürlich sehr gut. Ja. Ich bin versucht, hier tatsächlich nochmal irgendwo eine Kirche hinzuklatschen. Ja. Absolut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Schatzkammern müssen wir, glaube ich, noch. Wir müssen noch nicht erweitern. Noch nicht, aber wahrscheinlich bald. Ja. Ja. Ja, was soll man da sagen? Hm. Hier, okay, Eisen, okay, jetzt läuft's langsam an. Hm. Jetzt läuft's langsam an. Und dann hat's geheißen, wir möchten einen Wehrturm bauen, ne? Hat's ja auch noch geheißen, bitte baue einen Wehrturm. Das können wir dann bei Gelegenheit schon irgendwann mal machen. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir mehr Leute hier hinter bekommen. Einfach weil. Und ich bin gerade am Überlegen. Lass mal gucken. So. Okay, hier ist auf alle Fälle schon ein bisschen weniger Holz drin. Hier auch. Hm. Wir müssen mal. Was sind denn das für welche? Off-May. Delchior, Weirich, Gualdo, okay, 4443. Jetzt wartet mal. Wir werden mal dieses Lagerhaus, werden wir jetzt mal versetzen. Warum? Weil wir es können, beziehungsweise wir werden dieses Lagerhaus versetzen. Und zwar zusammen mit den beiden. Ja, also hierher, hierhin. Und dann würde ich sagen, wir benötigen hier Lagerhaus. Lagerhaus, hier haben wir es. So, dieses Lagerhaus werden wir hier hin. So, wir werden dieses Lagerhaus hier hinsetzen. Werden es bauen, werden direkt nochmal ein Lagerhaus daneben setzen. So. Jetzt drehe ich doch mal in die richtige Richtung. Oh. Ernsthaft, schlimmstes Teil überhaupt. So, bauen und dann werden wir uns die Sägewerke schnappen. Sägewerke. So, und zwar so. Und die sind so rüber. Und ich möchte das hier haben. Hier möchte ich eins haben. Und hier
möchte ich eins haben. Ja. So, genau. So, dann haben wir die beiden. Okay, dann könnten wir die beiden Sägewerke nämlich... Ja, 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 ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, die wir da gerade haben. Und hier können wir uns dann mit austoben mit unseren Holzfällern. Vollkommen egal, ob da nachgesät wird oder nicht. Ja, ihr seht, wie schnell das, das ist in dem Moment, wo nicht mehr nachgesät wird. Da sind die aber sowas von. Sehr schön, da wird gebaut. Da wird gebaut! Können wir hier schon wieder irgendwas mit ranhängen? Nope. Bildhauerwerkstatt, das war's dann erstmal. Einrasten an, ja bitte. So. Sehr schön. Ich bin auch am überlegen, ob wir davon ein zweites brauchen. Denn ich denke, wir werden davon ein zweites brauchen. Und zwar bald. Wahrscheinlich. Unter Umständen eventuell. Ich finde es übrigens doof, dass die Bauern hier nicht wohnen können, ja. Möchte ich an der Stelle nur mal ganz kurz erwähnt haben. So, ist hier irgendwo was nicht besetzt? 95% Zufriedenheit. Irgendwem mangelt es an irgendetwas. Ich weiß nur nicht wem. Null neue Bewohner. Okay. Gut, damit können wir umgehen, ne? Hier. So. Wir machen das mal so. Und dann ziehen wir dieses und dieses ziehen wir um. Ne? Die beiden. Die ziehen wir jetzt erstmal um. Was ist da eigentlich noch drauf? Da sind noch Fässer drauf. Könnte man theoretisch auch umziehen hier hinter. Eigentlich sollten wir das hier umziehen als erstes, weil die Fassbinderei ist ja hier, ne? Ja. Ja, 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 ja. Moment, hier, wir gehen mal auf Ausbeutung. Ausbeutung, jawohl. Ausbeutung. Zack, weg damit. Hier, hau rein. Und dann können wir hier... Nee, wir lassen das einfach mal so stehen. So, zack, Moment. Wir packen die hier noch mit rein. Ja, wir brauchen keinen Stadtwald. Ja, verdammte Axt, wer sind wir denn? So. Sind ja nicht New York, dass wir hier irgendwie... Ne? So. Da kommen sie angepfiffen. Wie sieht's aus? Da haben wir noch nicht... Ja, alleine der Weg von hier darüber ist natürlich... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, mach mal hier Bau. Ja, hier BA. Hier Baubüro. Sehr schön. Ja, setzen Sie dieses Baubüro bitte hier hin. Bitte setzen Sie dieses Baubüro dahin. Und bitte... Oh, das ist direkt. Ah, sehr gut. Ja, wenn das natürlich direkt gebaut ist, dann umso besser. Dann gefällt uns das natürlich umso besser. So, wir können befördern. Wir werden befördern. Denn wir haben ein paar Euro 50 haben wir. So, und zwar hier hinten. Ja, wir werden das intelligenter machen als vorher. So, Rosia. Ich weiß nicht, ob die hier ist, aber wahrscheinlich schon. Können wir bitte nach Namen sortieren? Obwohl hier, ne? Warst du nicht auch irgendwie? Ja, ist wurscht. So. Bauer, so. Da ist sie. Hier. Okay, weiter. Baba. ER irgendwas. Bäuerin, nein. So. Rosia war, glaube ich, Markt hier. Markthändler. Okay, die habe ich doch auch irgendwo gesehen. Genau, da ist sie. Machen wir. Wieder runter. So, könnt jetzt ein bisschen, ne? Hier, Rosia, was bist du denn? Beruf Schneider. Okay. Schneider, Bauer, Holzfäller, Schneider, Rosia. Da ist sie. Rein damit. Okay, zack. Haben wir dann. Rosia haben wir. Die haben wir noch nicht. Du bist Bauer. Okay. Bauer. Ganz oben.
Da ist sie. Hier. Machen wir. Jawohl. Weg. Dann haben wir bis hier Baldrich. Baldrich, du warst auch Bauer. Baldrich. Hier ist der Baldrich. Zack. Dann haben wir den Baldrich. Dann haben wir noch Apolline. Apolline war Trägerin. Okay. Holzfäller, Mark, Sammler, Schmelzer, Träger. Apo. Apolline, Träger, zack. Damit haben wir das gesamte Haus jetzt befördert. Genug befördert für heute. Wegtreten. Und dann können wir gucken, ob das direkt größer wird. Weil normalerweise müsste das direkt jetzt ausgebaut werden. Ja, komm, wir haben, ich würde sagen, jo, mach den einen da fertig. Reingehauen. Läuft, wir haben den. Ich würde sagen, wir machen das hier, den. So, Träger zuweisen, hier auch. Träger zuweisen. Können wir nicht beide. Schade. Offmay, Belchior, Weirich, Guado. So. Gleicher Beruf, Offmay. Oh. Belchior, Weirich. Okay, nochmal. Offmay, scheiße. Offmay, Belchior, Weirich und Guado. So, Offrich, Belchior, Weirich und wo ist Guado? Guado, da ist Guado. Zack. Okay. Dann sind hier alle raus. Wir werden maximaler Lagerbestand, Lager leeren. So, wir wollen hier Holz und Holz. Jawohl. Nein, wir wollen hier einmal Holz nicht. Wir wollen hier einmal Fass. Genau, dann werden wir zugucken, ob das jetzt hier leer wird oder nicht. Hier können wir, das wird auf alle Fälle hier angenommen. Wir werden es hier schließen. Werden wir es schließen? Wir werden es schließen. So, dann haben wir den hier. Den tun wir hier an die Seite rüber. Und dann gucken wir mal, ob das leer wird. In der Hoffnung, dass. Natürlich. Ja. Denn was bleibt uns anderes übrig? Ja, außer, dass wir hier hoffen. Lager leeren. Okay, das müsste auf alle Fälle... Ich glaube, letztes Mal hat es funktioniert, ne? So, dann haben wir hier keinen Arbeitsplatz zugewiesen. Okay, hier, genau. Das ist der erste, das ist der zweite. Wer arbeitet hier? Oh, welche Erleichterung. Hervorragend. Wobei es hier eigentlich egal ist, denn es werden ja beide geleert. Zack, das bedeutet hier gleicher Beruf. 1, 2. Ja, ist egal jetzt. 3. Hier. Zack. Nein. Kollege, hier weg. Hier, gleicher Beruf. Das müssten dann... Er. Shit. Nein! Arbeitet dann hier noch irgendwo einer? Ja, wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken. Hier sind es noch 3. Ja, wir schauen mal. So, 1, 2, wer... Nein! Können wir nicht einfach... Nein, können wir nicht. Joffrey war's. Da, manchmal ist es nicht, es ist Joffroy. Ja, hier haben wir 3 drin, hier haben wir auch 3 drin. Aber keiner von denen hat einen Joffroy, oder? Der nicht und hier... Ja, warte, wir müssen ja ganz nach oben da. Das ist der hier weg damit. Weg. Gleicher Beruf, Joffroy. Du musst da rein. Du musst da weg. Will dich da nicht haben, verdammte Axt. Möchte Joffroy. Bist du jetzt dann endlich mal entlassen? Hallo?
sieht es denn hier aus? Ja, 5, das ist auf alle Fälle richtig. Hier machen wir den aus, machen wir den aus, dann haben wir den hier. Mach auf. Okay. Ach, da ist der Joffrey schon drin. Okay, wer fehlt dann jetzt hier noch? Okay, wo ist jetzt noch? Da ist noch einer drin. Wer ist da drin? Aus dein. Okay. Dann hier auf alle Fälle. Austein. So. Dann sollten. Wir machen hier wieder alles zu. Hier wird es irgendwie nichts, ne? So, 0. Gebäude abreißen. Yo, Gebäude löschen. Hier. Da ist noch einer drin. Wer ist da drin? Da ist noch Austein drin. Kann eigentlich gar nicht sein, ne? Wir haben Austein doch gerade verlegt. Haben noch Austein gerade verlegt, da kann er da gar nicht mehr drin arbeiten. Praktisch vollkommen unmöglich. Abbrechen. Der da immer noch drin. Was tut der da? Junge, was tust du da drin? Ist egal, wir reißen das Gebäude trotzdem ab. Auch wenn du da noch drin bist. So. Okay. Wir haben hier schon die ersten Fässer, jawohl. Sehr gut, da sind noch keine Träger zugewiesen, nein, nein. Hier, die brauchen wir. So, das ist, okay. Das wird jetzt, grandios. So, hier hin. Raulin, Agnes, okay. Okay, hier hin. Hier hin. Nicht die Arbeitslosen, sondern gleicher Beruf. Wir müssen hier noch hin. Aolin. Hallo. Hier mit 5. Hier. 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 Raulin war doch auch, oder? War Raulin hier nicht drin? Raulin Agnes. So. Raulin hier hin. Agnes auch dahin. Dann hatten wir noch Usüt und Ursley. Boah, Ursley und Usüt. Dann müssten wir die alle haben. So, das bedeutet hier. Jo, hier zu. Hier sind 3 Träger. Halt, wir müssen hier noch. Und zwar müssen wir hier Bretter. Ja, Bretter. Bretter und Bretter. Brauchen wir hier, genau. Dann haben wir hier die Fässer und dann können wir hier bitte Lager leeren. Machen hier zu, wir machen hier zu. Warum geht das da nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt aber auch das Holz nicht löschen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich weiß, warum wir hier nicht. Wir werden hier einen einsetzen und hier werden wir auch jeweils einen Arbeitssuchenden einsetzen und dann gucken wir mal, ob das irgendwann mal gemacht wird. Ich glaube, wir hätten es erst leeren, ja, wir hätten es erst leeren müssen und dann hätte man. Na gut, so Fehler passieren. So, und das war jetzt die Wochenanfangs ewig lange Folge für Umbau und hast du nicht gesehen? Und ich würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.